Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Stadtvertreter, sehr geehrte erste Stellvertreterin des Bürgermeisters, lieber Herr Fromm. SOS Kinderdorf, Vorpommern. SOS Familienzentrum, hier in Grimm, in Bad, aber eben auch ein neues Geschenk an das Land, auch SOS Zentrum in Schwerin. Das sind sozusagen die großen Ecksteine, die Herr Fromm in den seit August 2012 zu verantworten hat. Und ich glaube, die Stadt Grimm kann sehr stolz sein auf das, was sie auf den Weg gebracht haben. Es war ja eine Zeit, als sie kamen. Da war die Zeit der Konsolidierung angesagt, da war die Zeit angesagt, neue Geschäftsfelder aufzutun und auch SOS, Kinderdorf, Dorfgemeinschaft etc. den neuen Trend, die neuen Herausforderungen anzupassen. Und dafür will ich Ihnen heute ausdrücklich Dank sagen. Sie sind ja hier angekommen als Junggeselle. In Anführungsstrichen. Ohne Wohnsitz. Wir haben es ja hingekriegt. Wir haben es ja hingekriegt, sich einen Residenzsitz wie vor 100 Jahren zu suchen, wie das früher an Universitäten üblich war. Da haben ja die Professoren auch auf dem jeweiligen Gelände der Klinik gewohnt. Und sie haben sich gesagt, kann ich ja auch machen. Bei Ihnen ist es Hohenwiegen geworden. Und das heißt, Sie sind mit Haus und Hahn dort angekommen, haben sich eingerichtet und sind ja sehr schnell zum Geschäft übergegangen. Wir haben sich in der Region weitergebildet, Sie haben viele Dinge sich angeguckt, angesehen, haben so einen Status gemacht, wie es sich also für einen neuen Chef gehört. Und bevor ich sozusagen in die Inhalte gehe, will ich noch sagen, Sie haben ein Ziel gekriegt. Die Aufmerksamkeit der Bewohner in Hohenwiegen war sofort da. Was ist denn passiert? Sie haben eine Woche lang Weiterbildung gemacht, sind auf eine Rundreise, aber nicht in Grimm gegangen, sondern haben sich weitergebildet. Und was haben Sie bestellt? Den Weinkenner? Wein. Und dieser Wein wurde vor ihrer Tür abgestellt. Und die Bewohner haben immer gedacht, was ist das für ein Chef? Was macht er? Nach einer Woche kamen sie dann, haben das dann beseitigt und haben gesagt, das ist der Vorrat für 2 Jahre. Damit war dieses Gerücht oder Missverständnis ausgeräumt. Nun kommen wir zu den Dingen, die wichtig sind. Sie haben also einerseits waren sie die Stütze für Kinder und Jugendliche, für Erwachsene, auch mit geistiger Behinderung. Sie waren und sind ein sicherer Hafen für Familien geworden, hier in Grimm, aber auch in Bad. Sie haben dafür gesorgt, dass Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich wurde und gelebt wurde. Sie haben dafür gesorgt, dass Familien ein sicheres Umfeld gefunden haben. Sie haben natürlich auch Hilfen für Mütter, für Eltern, für Migranten und sie haben das Ehrenamt gestärkt. Das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Sie sind eigentlich Pfälzer. Und Sie wissen, Pfälzer sind wie Vorpommern. Relativ geradeaus, immer daran, darüber nachzudenken, welche Dinge kann ich noch machen. Und manchmal ist es ja so, dass man auch Entscheidungen treffen muss. Und da geht es im Vorpommern auch so, relativ geradeaus. Hinterher wird dann nochmal ein bisschen versucht, alle mitzunehmen. Aber andererseits wird mir gesagt, sie waren sehr kommunikativ, sind umtriebig, haben Ideen, sind Netzwerker. Und arbeiten mit ihrer Führungskraft oder Kräften zusammen.
das zeichnet eine Persönlichkeit auf. Einerseits zuzuhören, andererseits Entscheidungen zu treffen und dann zu den Entscheidungen zu stehen. Denn was haben Sie mitgebracht? Einen Auftrag, Konsolidierung zu machen für die EZS Dorfgemeinschaft. Andererseits neue Felder zu entwickeln, das habe ich schon mal vorhin gesagt, aber das will ich nochmal wiederholen, eine Verstärkung ist ja die Verbesserung dessen, was man wollte. Sie sind dafür auch anerkannt. Sie haben dafür gesorgt, dass zum Beispiel der Waldkindergarten ganz neu etabliert wurde. Sie haben die Integration vorangetragen. Natürlich mit den Mitarbeitern, da sitzt so einer da hinten, doch was gebräuchlich ist. Ja? Ich denke, das haben Sie auch mit anderen natürlich, aber wir sehen ja gerade wieder am Ende sitzen. Ambulante Hilfen haben Sie in den letzten Jahren massiv ausgebaut. Dann die Inklusion Wohnen und Arbeiten in Hohenwien. Sie haben dafür gesorgt, dass 3 neue Häuser gebaut worden sind, also dass die Angebote erweitert worden sind. Ich kann mich gut erinnern an den Kuhstall. Habe ich ja schon mal erzählt, aber jetzt nochmal. Da ging es ja immer darum, der sollte ja viel Geld kosten. Und da ging es dann um die Frage, wo komme ich zu Eigenanteilen oder wo komme ich zu dieser Förderung. Kann ich mich gut erinnern, haben die mich eingestellt. Nach oben liegen. Und habe gesagt, gut, ich überlege mir was. Und habe ihnen dann, glaube ich, 100.000 angeboten. Und dafür konnten sie dann nach München fahren und sagen, ich habe ein bisschen Wort gehalten. Wir brauchen jetzt den Rest als Spende vom großen Träger. Das Ergebnis ist, Sie haben glückliche Kühe und glückliche Mitarbeiter. Meine Damen und Herren, es ist natürlich so, Herr Fromm hat alles mit Herzblut gemacht, mit Überzeugung und er hat nicht auf die Stunde geguckt. Er hat viel mehr gearbeitet, als er musste. Das glaube ich, werden auch Ihre Nachfolger machen, aber ich will es heute nicht vergessen. Der Start war gelungen. Sie haben auch die Kita vorangebracht. Ihr Vorgänger hatte die Kita Hermann Gemeiner, schon, glaube ich, 98, 99 gegründet und das ist, glaube ich, ein Erfolgsmodell geblieben. Sie hatten für neue, kluge Ideen immer ein offenes Ohr. Natürlich musste man auch Strategien entwickeln und mal das ein oder andere umsteuern, wenn man gesehen hat, es geht nicht oder man kriegt jetzt nicht alles zusammen. Tja, sie haben sich auch von den Fakten leiten lassen. Eine der Fakten sind, sie haben jetzt 18.000 Kontakte im Familienzentrum vorzubereiten. Das heißt, naja, rechnen Sie das durch 12, dann sind Sie bei über 1.400 Kontakten pro Monat. Das haben nicht so viele Träger vorzubereiten. Das ist auch eine Teamarbeit. Und das zeigt Ihnen auch, dass das Familienzentrum tolle Angebote leistet und vor allen Dingen, die dann auch durch die Bürgerinnen und Bürger, durch Kinder, Familien etc. genutzt werden. Sie haben auch Leistungen im Bereich der Kultur zu verantworten, und zwar im positiven Sinne. Sie haben Bildhauerwochen eingeführt, Sie haben Konzerte auf den Weg gebracht, wo sehr viele Bürgerinnen und Bürger dann auch davon Gebrauch machen. Das Michaelifest ist legendär, da unterholen sie ja ganz Norddeutschland zusammen oder mehr. Und der Bürgermeister hatte immer dann die Aufgabe, auch Bußworte zu reden, das ist immer, glaube ich, ganz gut. Für den Bürgermeister auch, weil er dann auch dem Volk nahe steht. Aber wichtig ist, dass sie sozusagen als derjenige, der eröffnet hat, begleitet hat, organisiert hat, mit ihren Mitarbeitern. Das ist schon toll. Sie haben die Mitarbeiterzahl verdoppelt.
trotz Krise, trotz Umstellung, trotz Corona. Wir haben knapp mit 70 Mitarbeitern angefangen. Wir sind jetzt bei 141. Und ich meine, das ist mein Beifall wert, meine Damen und Herren. Wir haben natürlich auch ein paar Sachen gemacht, die nicht jedem gefallen waren. Wir haben, glaube ich, die Pferde zu drauf gelöst. Das war wahrscheinlich unwirtschaftlich, würde ich mal denken. Das kann ich so sagen. Bitte? Das kann ich einfach sagen. Kann man so sagen, ja. Du fährst an die Haaren kommen. Also das freue ich. Gut, aber das war mal Spaß zur Seite. Sie haben natürlich auch zu Corona-Zeiten den Dorfteil nicht weiterführen können. Das hat ja mit Kontakt verboten, etc. zu tun. Aber ich will es ja auch der Vollständigkeit zu halten, sagen. Was machen die denn nun privat eigentlich? Tja, sie fahren Kanu. Auf der Trebe? Wahrscheinlich eher nicht. Auf der Peene? Ab und zu, aber auf der Toilette. Ja. Und Toilette gehört mit dazu? Ja. Dente? Also ich habe meine schwere Wahl. Es ist natürlich auch wichtig, dass man das Familienleben dann auch insgesamt lebt. Dafür haben wir jetzt ja sehr viel Zeit. Aber ich höre, dass Sie auch da im Unruhestand sind. Sie sind immer dabei, die Burg und die Gegend um Kleppenow im Garten zu verschönern oder andere Sachen zu machen. Sie haben natürlich, und das ist ganz wichtig, die Leistungen für Gründen können wir gar nicht hoch genug bewerten. Sie sind im Land bekannt. Ich konnte mich selbst davon überzeugen, dass wir auch ein paar Jahre als Minister irgendwo noch zu tun. Ihr Name ist immer gerade in den Bereichen, wo Soziales Gesundheit unterwegs war, hat mir wieder mal gefallen. Sie sind auch derjenige, der Kaffee 1 zu verantworten hat. Sie haben die Familienbildung nach vorne getragen. Wir haben Jugend- und Sozialarbeit. Da haben wir noch den einen oder anderen Diskurs zu führen oder Diskussionen zu führen, aber ich glaube, der richtige Weg ist, dass man diese beiden Felder nicht vernachlässigt. Sie haben für die Familien auch Sport und Bewegung organisiert. Sie sind derjenige, der früher Hilfen ab der 8. Woche mit jetzt anbietet als Träger. Sie haben natürlich auch Kurse für Alleinerziehende auf den Weg gebracht. Das sind alles Dinge, die früher hier in der Region nicht angeboten worden sind und die dazu führen, dass sich doch viele sicherer fühlen, obwohl natürlich immer noch weiter Verbesserungsbedarf ist. Das hängt aber davon ab, wie die jeweiligen Personen dann auch die Angebote annehmen. Tja, liebe Herr Fromm, Sie sind Netzwerker, Sie greifen den Leuten unter die Arme, Sie sind aber auch derjenige, der kontrolliert. Und Sie sind derjenige, der große Fußspuren hinterlassen hat. Was kommt noch? Heute kommt der Ehrenbürger für die Stadt Köln. Und Familienzentrum und Gesundheitszentrum, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Können Sie noch was zu sagen, wenn Sie wollen? Und Immobilienkäufe oder nicht? Liebe Herr Frau, ich wünsche Ihnen und Ihrer Frau einen fröhlichen Unruhezustand. Ich wünsche Ihnen natürlich auch Ruhe, Gelassenheit. Genießen Sie die Arbeit in der Küche. Sie sind, glaube ich, der Küchenmeister zu Hause. Sie sind Weinkenner. Und Sie sind derjenige, der auch immer wieder neue Ideen hat. Und daher wünsche ich Ihnen heute als Laudator alles, alles Gute. Alles, was Sie sich wünschen. Viel Freude. Gelassenheit, ein Kuss von der Frau und
Die Mitarbeiter, glaube ich, sind in großer Zahl ein bisschen traurig, dass sie jetzt sozusagen nicht mehr hier sind. Andererseits, glaube ich, schätzen sie aber auch ihre, so wie sie sind, als Person. Die sind. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt müssen wir nach vorne kommen. Frau, warum kommen Sie mal so dazu? Ich fühle mich so alleine hier. So, mein Lieber, mal durchsehen, ob ein Schriftfehler drin ist. Als ich verabschiedet wurde in den Teil der Altersfreizeit, in dem ich freigestellt bin, da wurde ich ja überrascht von dieser Aktion, dass ich quasi Ehrenbürgerrechte verliehen bekomme. Ich fand es damals eine wirklich schöne Geste und sehe es auch noch heute so. Eine schöne Geste der Vertreterin der Stadt Krimmen und sehe das als eine besondere Ehre und sehe es aber vor allem auch als Wertschätzung gegenüber der Arbeit, die ich gemacht habe, aber nicht nur ich alleine, sondern eben viele Mitarbeiter und Mitarbeiter und einige Leitungskräfte aus meiner aktiven Zeit sind auch heute mit dabei. Also alles das, was du angefügt hast oder aufgezählt hast, was ich initiiert habe, fortgeführt habe, angeregt habe, ging natürlich nur oder in großen Teilen nur, indem ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte, die tatkräftig mitgewirkt haben. Also das wäre gar nicht möglich gewesen. Ich bin 2012 im Januar zum allerersten Mal hier in diese Region gekommen. Ich hatte im Dezember 2011 eine Stellenausschreibung gesehen, dass mein Vorgänger eine andere Aufgabe übernimmt. Und dann habe ich so für mich gedacht, okay, die Einrichtung, so wie es beschrieben war, die hat mich interessiert. Und ich bin dann im Januar in der 2012. Und es war sehr trübe, das kann ich so sagen. Das Wetter war jetzt nicht so einladend, aber ich habe es mir angeguckt und ich war schon auch beeindruckt und mich hat auch so die Region gereizt. Ich fand es sehr schön, diesen weiten Blick über das flache Land und ich war auch an der Ostsee und ich kann mich noch erinnern, dass in diesem Winter, da waren große Eisschollen, auch das hat mich beeindruckt. Und dann bin ich zurück und ich habe mich beworben, musste da dann auch ein Bewerbungsverfahren durchlaufen, auch intern, das war also bis zum Vorstand, alles mit dabei, ja. Und dann bin ich hierher gegangen und im Sommer 2012 und ich fand damals und finde es auch heute noch in der Region wirklich sehr, sehr schön. Ich kann mich erinnern an einige Fahrten, die haben mich so zurückgeworfen, auch in meine Kindheit, in so das Erleben, das ich so hatte. Ich weiß, ich bin mal an die Ostsee gefahren zum Baden. Ich glaube, es war in der Nähe von Rittnitz-Damgarten und zurückgefahren. Und dann war die Straße, also so eine Nebenstraße genommen, die war so schmal. Und da fuhr vor mir ein Mähdrescher, ein Traktor. Ich glaube, ich bin 4 Kilometer. Mit 40 km/h hinter diesem Mähdrescher hergefahren. Aber ich fand es toll, einfach so diese Gerüche zu haben. Das hat mich schön beeindruckt. Und ich war auch mal bei dir im Büro und habe dann gesagt, dass ich die Rapsblüte, das kenne ich gar nicht so. Also das sind wirklich so ein paar Eindrücke gewesen aus der ersten Zeit, die mir da sehr hängen geblieben sind. Und ich kann auch sagen, über die Jahre sind auch zu einzelnen Personen, das ist ja auch normal, hier in der Region einfach Kontakte entstanden, wo ich sage, das hat eine Weile gedauert, das ist so, aber dafür ist es dann auch umso herzlicher. Und mittlerweile bin ich sehr gerne hier,
Ich habe sehr gerne mich engagiert in Grillen und habe das auch immer erlebt, dass ich eine großartige Unterstützung bekommen habe, gerade von den Mitarbeitern und Mitarbeitern hier an der Stadtverwaltung. Wenn ich ein Thema hatte, habe ich immer ein offenes Ohr gefunden, wirklich immer. Und wir haben dann auch immer geguckt, dass wir nach Lösungen suchen und Lösungen finden. Wahrscheinlich dieses Verhalten mit dem Kuhstall da erwähnt, das war so ein Thema. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, ist diese Geschichte passé. Also wenn ich da nicht irgendwie noch eine Förderung herzaubere, dann ist das weggebrochen gewesen. Aber auch da, du hast es nicht möglich gemacht, das fand ich super. Oder wenn wir Anliegen hatten, was jetzt bauliche Maßnahmen betrifft, Frau Wegner war immer eine Ansprechpartnerin, wir haben immer irgendwie geguckt, dass wir es hinkriegen. Manche Sachen brauchen seine Zeit, also ich weiß, wir haben 2013 Überlegungen angestellt, wie das denn ist mit unseren Bewohnern, wenn die mal älter werden, dass die dann auch bei uns weiter wohnen können, dass wir da irgendwelche Infrastruktur haben. 2013 das erste Mal in diese Überlegungen gegangen und wir haben das Gebäude, die zwei Häuser, die haben wir dann eröffnet, Ende 22, glaube ich. Ich muss schon überlegen, weil ich bin mittlerweile, ja, ist schon 3 Monate raus aus dem Geschäft. Und es ist auch wieder so. Ja, es ist auch gut so. Und ich hatte gerade vorhin erzählt, dass ich jetzt schon mittlerweile, das heißt ja immer, dass wenn man dann nicht mehr arbeiten muss, dass man dann keine Zeit hätte. Und da habe ich immer so ein bisschen gelächelt. Ich habe ja dann alle Zeit der Welt, aber es ist tatsächlich so, also wenn ich jetzt unter der Woche, ich hatte die letzte Woche zum Beispiel die Situation, dass ich Terminkollisionen hatte mit 2 Terminen, also das heißt, ich musste Termine verlegen, das irgendwie wundert mich manchmal, dass Freitag ist und es war doch erst Freitag. Also das heißt, mein Alltag ist eigentlich ausgefüllt und ich habe gut zu tun, muss jetzt ankommen in dieser privaten Zeit. Meine Frau freut sich manchmal. Aber ich bin auch gespannt, was ich hier noch machen kann in der Zeit, die ich jetzt eben so zur Verfügung habe. Im Augenblick ist einfach zu Hause viel zu erledigen. Dann ein großes Gelände und ein altes Haus, das wer ein altes Haus hat und sein Gelände zu versorgen hat, da weiß er einfach ganz normal was zu tun. Wenn das Haus wächst, ja, ich sage ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich nochmal für diese Ehre, die ich da erwiesen bekommen habe. Jetzt das finde ich super. Und ich hätte es nie gedacht, als ich 2012 hierher gekommen bin, also wohin mich diese Möglichkeit, die der Träger bietet, also das Kinderdorf, wohin mich das führt und welche Möglichkeiten des Engagements sich hier aufbauen. Ich habe auch immer einen großen Rückhalt gespürt bei vielen Mitbürgern hier in Grimmen. Gerade im Familienzentrum haben wir ja wirklich viel zu tun bei dieser ersten Flüchtlingssituation 2014, 2015 und ich fand es großartig, was hier passiert ist. Ja, von meiner Seite ganz herzliches Dankeschön. Wurde es vorhin gesagt, der Stadtrat ist gewählt. Ich drücke dem neuen Stadtrat die Daumen. Das sind bestimmt einige demokratische Herausforderungen, die da kommen. Und neue Aufgabenstellungen bewerkstelligt werden müssen. Ich denke, damit alles weiterhin so gut läuft. Ja, vielen Dank.